Donaukanal. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Ein bekannter Spruch, den sich nun auch die Niederösterreichische Volkspartei vorgenommen hat, um eine neue Kampagne zu starten. Und dabei geht es nicht nur darum, dass Niederösterreich viele schöne Orte hat, sondern auch, um einen gesamten Wirtschaftszweig auch zu unterstützen und auch zu fördern. Gerade für den heimischen Tourismus und die vielen Kultureinrichtungen im Land waren die vergangenen Monate existenzbedrohend. Und durch Covid-19 sind auch viele Arbeitsplätze im Tourismusbereich gefährdet. Sie werden in einem normalen, unter Anführungszeichen, Jahr durch den Kulturtourismus 1,1 Milliarden Euro an Wertschöpfung ausgelegt bzw. ausgelöst und 30.000 Arbeitsplätze gesichert. Kultur wirkt somit belebend auf den heimischen Tourismus, auf die regionale Wirtschaft und auf die Arbeitsplätze. Im Vorjahr wurden fast 40 Millionen Tagesausflüge in unser Bundesland unternommen. Im Durchschnitt gibt so ein Tagesgast rund 36,5 Euro aus, wenn er in Niederösterreich einen Ausflug macht. Und es kommen rund 40% der Tagesausflügler aus Wien und 5% aus Oberösterreich. Das Gute dabei ist, der Tourismussektor ist ein sehr nachhaltiger Wirtschaftssektor. Dass der Tourismus also eine wesentliche Auswirkung auf die Wirtschaft in Niederösterreich hat, zeigen diese Zahlen sehr deutlich. In diesem Jahr sind sie aufgrund der verschobenen Saisonstarts natürlich sehr niedrig. Deshalb sollen mit der Plakatkampagne besonders Menschen aus Wien, Oberösterreich und natürlich auch aus Niederösterreich angesprochen werden, die Sehenswürdigkeiten, Kultur- und Sportstätten, Gasthöfe und Heurige in diesem Sommer zu erkunden. Und von denen gibt es viele, wie zum Beispiel das Museumsdorf Niedersulz im Weinviertel, das diesmal als Kulisse zur Präsentation der Kampagne genutzt wurde, stellvertretend für die vielen unterschiedlichen Ausflugsziele in den vier Vierteln. Ich kann mich der Kampagne der Landespartei nur anschließen und unterstützen. Und ich möchte betonen, wie wichtig es ist, gerade in Zeiten wie diesen, die heimische Gastronomie und den heimischen Tourismus zu unterstützen. Begleitend zur Kampagne gibt es über den Sommer auch einen Fotowettbewerb. Urlauber und Tagesausflügler sind aufgerufen, die schönsten Fotos ihrer Lieblingsplatzerl auf der Homepage zu teilen. Zu gewinnen gibt es auch etwas, nämlich einen Gutschein für eine der zahlreichen Ausflugsziele in Niederösterreich. Ich bin Mitglied bei OrcoCredit, weil ich Frauen in Entwicklungsländern unterstützen möchte. Mein Geld ermöglicht ihnen wirtschaftliche Unabhängigkeit. Und das finde ich fair. OrcoCredit. 45 Jahre fair Anlagen. Streaming Plus, Gänsehaut Plus, Hashtag Plus, Romantik Plus, Highscore Plus, Familien Plus, Immer dabei Plus, Dance Plus, Empfangs Plus, Mittendrin Plus, Unterhaltungs Plus. Alles im Plus. Kabel Plus. Jetzt alle Produkte minus 50% inklusive Kabel plus Magic TV. Anmelden und 60 Euro Regionaleinkaufsgutschein geschenkt bekommen. Diesmal zu Gast bei Nette Leit, die Leiterin der Museen Baden, Ulrike Scholder. Donaukanal Nette Leit. Geschichten, Geschichteln und Pointen. Immer um halb. Frische Eier, Karotten, Erdbeeren und vieles mehr. Das bekommen die Mödlingerinnen und Mödlinger ab jetzt auf einem neuen Markt in der Stadt. Dieser Markt im Neusiedlerviertel ist aber nicht nur zum Einkaufen gedacht. Solche Plätze wie hier beim Fliegenspitz, die eignen sich natürlich, dass die Leute zusammenkommen. Und beim Markt kommen immer die Leute zusammen. Das Grätzl rund um den Fliegenspitz soll dadurch auch belebt werden. Und für alle, die nicht wissen, was der Fliegenspitz ist, das ist leicht erklärt. Wir befinden uns auf Altmödlinger historischem Boden, den sogenannten Fliegenspitz, wo sich die Meinungen darüber teilen, warum der seinen Namen bekommen hat.
am gängigsten ist, dass da die Misthaufen der Stadt waren, die die Fliegen gesammelt haben, dadurch sehr viele Fliegen, daher Fliegenspitz, weil auch das Straßenprofil wie ein Spitz auseinandergeht. Der Platz an der Kreuzung ist bewusst auch als strategischer Punkt für den Wochenmarkt ausgesucht worden, weil der Wochenmarkt am Hauptplatz, vor allem während der Corona-Zeit, sehr überlaufen ist. Bei den angebotenen Produkten wird auch bewusst auf Regionalität geachtet. Uns ist es immer wichtig, wenn wir Sachen in Mödling veranstalten, besonders wenn es um Märkte geht oder wenn es um den Verkauf von Produkten generell geht, dass wir eine gewisse Regionalität nie außer Acht lassen. Das heißt, nur aus Mödling selber, das könnten wir allein von der Wertschöpfung vom Produktangebot her gar nicht befrieden. Das heißt, wir gehen in den Einzugsbereich der Stadt. Ja, es kommt alles aus der Mödlinger Region, aus dem Mödlinger Umfeld und hat damit einen gewissen regionalen Ursprung. Zwischen den Standeln am Fliegenspitz in Mödling ist im Augenblick genug Abstand. Nicht nur wegen Corona. Das kann sich aber jederzeit ändern, denn hier ist Platz für mehr. Es gibt Platz für mehr und ich glaube, es wird auch ein bisschen ein Wechsel immer wieder passieren, je nachdem, welche personellen Ressourcen auch die Einzelnen zur Verfügung haben. Wir wollen auch mal wieder Brot dabei haben. Ich glaube, es kommt in ein paar Wochen auch mal ein Italiener vorbei. Immer wieder ein bisschen ein Abtausch, damit einfach die Vielfalt gegeben ist. In Zukunft sollen die Freitagnachmittage in Mödling also dem bunten Markttreiben gehören und regelmäßig stattfinden. Also ich sage jetzt mal so regelmäßig wie möglich. Natürlich müssen die Händler und Händlerinnen ein Geschäft machen, aber prinzipiell ist es jetzt, glaube ich, schon so, dass es wöchentlich angedacht ist, wenn es angenommen wird. Und davon gehen die Händler zum gegebenen Zeitpunkt aus, denn es gab schon ein Pilotprojekt, das sehr gut angenommen wurde. Mehr Informationen zu den Angeboten, Öffnungszeiten und den Waren auf dem neuen Wochenmarkt erhalten Sie auf der Homepage unter neusiedlerviertel.at/stadtteilaktuell. Landwirtschaft ist Wirtschaft am Land, denn an jedem bäuerlichen Betrieb hängen im Durchschnitt 3 Arbeitsplätze. Dass es deshalb von besonderem Interesse sein sollte, die Lebensmittel und die Produzenten zu schützen, ist dem Bauernbund Niederösterreich ein Anliegen. Auch angesichts der vergangenen Monate, wo ja von einem Tag zum anderen die Supermarktregale so gut wie leer waren. Und wären da nicht unsere heimischen Bäuerinnen und Bauern gewesen, die sofort für Nachschub gesorgt haben, dann wären die Regale tagelang, wenn nicht wochenlang, leer geblieben. Warum? Weil die Grenzen dicht waren. Europa wurde vom einen Tag auf den anderen heruntergefahren, ja regelrecht zugesperrt. Um die Leistungen der Bauern im Land sichtbar zu machen, startet der Bauernbund mit der Kampagne Für dich, für alle, für Österreich. Die Plakate werden in Niederösterreich und Wien zu sehen sein. Den Zuspruch, den die Bauern und Bäuerinnen bekommen haben, auch die Hofläden bekommen haben, den wollen wir jetzt nutzen, um auch in Wertschätzung auszudrücken der Gesellschaft, dass das nicht gleich wieder versiegt, weil die Gefahr ist ja groß, das, was vor wenigen Wochen noch wertgeschätzt worden ist, jetzt gleich wieder in Vergessenheit gerät. Die groß angelegte Plakat- und Werbekampagne ist aber nur ein Teil, der dazu beitragen soll, die Bauern im Land wieder sichtbarer zu machen. Auch auf politischer Ebene soll sich einiges bewegen. Zurzeit wird ein 400 Millionen Euro Hilfspaket ausgearbeitet, das der Regierung bereits vorliegt. Es ist ein Entlastungs- und Investitionspaket, das einen wichtigen Schritt für die Rettung unserer Wälder bedeutet, das einen wichtigen Schritt für die Entlastung der bäuerlichen Familienbetriebe bedeutet und das auch den ländlichen Raum insgesamt wirklich stärkt. Darüber hinaus wünschen sich die heimischen Bauern auch, dass die Versorgungssicherheit als Grundrecht in der Verfassung verankert wird. Wir brauchen neben Menschenrechte, Recht auf Freiheit und Justiz nun auch für alle Österreicherinnen und Österreicher das Recht auf Versorgungssicherheit mit heimischen Lebensmitteln. Was meine ich damit? Wir müssen immer und jederzeit, egal ob in einer Krise oder in wirtschaftlich normalen Zeiten, in der Lage sein, uns mit heimischen Lebensmitteln selbst zu versorgen. Immerhin hängen in Niederösterreich, dem größten Agrarbundesland, rund 130.000 Arbeitsplätze unmittelbar mit der Land- und Forstwirtschaft zusammen.
Ein neuer Parcours für Biker ist gerade in St. Corona am Wechsel fertiggestellt worden. Ein Park, wo sich Mountainbiker so richtig austoben können. Die Trails haben wir 2016 mit dem Minibikepark gestartet, haben dann einen Trail nach dem anderen realisiert, haben letztes Jahr begonnen, diese Jumpline zu konzipieren, zu planen, die Strecke auszumessen, haben beschildert, wo was hinkommt, haben ausgemessen und haben heuer vor Corona noch mit den Bauarbeiten begonnen, dann einen kurzen Stopp eingelegt und jetzt bis zum letzten Tag geschaufelt und gebaggert. Der Ort St. Corona am Wechsel ist den meisten Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern als Skiort bekannt. Da es aber immer weniger Schnee in der Region gibt, musste eine neue Strategie entwickelt werden, um die Region touristisch zu stärken. Ein Player, der sich schon vor 10 Jahren engagierte, ist die Wirtschaftsagentur EcoPlus. Wir sind seit 2010/11 hier engagiert und haben also alle Ups und Downs, Höhen und Tiefen dieses ehemaligen Wintersportgebietes miterlebt. Und es war natürlich eine schwierige Entscheidung für den Ort, für die Region, dass wir gesagt haben, also einen Wintertourismus in der bisherigen Art und Weise, der ist ganz einfach nicht mehr finanzierbar. Die Idee war, die Region zur Ganzjahresdestination zu machen. Das heißt also, dass auch im Sommer, Frühjahr, Herbst hier Attraktionen vorhanden sind, dass die Leute auch kommen. Und das ist uns das wunderbar gelungen. Also ich bin wirklich ganz, ganz happy, was also da mit dem Bikepark jetzt gelungen ist. Diese Strategie ging auf, denn neben anderen Attraktionen wie der Sommerrodelbahn ist jetzt mit den Wechseltrails in St. Corona ein Sport-Eldorado geschaffen worden. Wir haben im Mai die doppelten Eintritte gezählt zum Vorjahr. Das heißt, wir haben eigentlich den April kompensiert. Macht uns stolz, das heißt, unser Projekt funktioniert. Wir rechnen dieses Jahr trotzdem mit 30.000 Eintritten, noch 22.000. Also wir glauben, dass mehr Eintritte kommen, weil die Krise als Trendverstärker das Rad noch mehr angeschoben hat. Es haben mehr Leute Räder gekauft, es borgen mehr Leute Räder aus. Das heißt, der Trend zum Fahrrad hat sich verstärkt. Der Biker-Parcours ist aber genauso für Familien- und Hobby-Radfahrer geeignet und ist von Frühling bis Herbst geöffnet. Sonntagmorgen beim Heurigen, gemeinsam mit Freunden und Familie, mit wohltuender Musik der Schrammeln aus dem Wienerwald. Wie ist das den Mödlingerinnen und Mödlingern in den vergangenen Monaten abgegangen? Darum hat das Kulturreferat Mödling nun mit dem Konzert Heurigen auch den Sommer eingeleitet. Kultur und Kunst gehört zum Menschsein dazu und das vergisst man ja, Künstlerinnen und Künstler verdienen ihr Lebensunterhalt damit. Und insofern ist es total wichtig und wirklich für mich persönlich als Kulturstadtrat etwas sehr, sehr Schönes, dass wir wieder Veranstaltungen haben und dass Künstlerinnen und Künstler wieder auftreten können, uns wieder erfreuen können mit ihrer Kunst und gleichzeitig auch wieder was verdienen. Für die Künstlerinnen und Künstler waren die letzten Monate ohne öffentliche Auftritte nicht leicht, auch wenn sie versuchen, das Positive daran zu sehen. Es war auch gut, eine Pause zu haben für mich. Also man muss es positiv sehen, man muss es für sich nützen, so gut es ging. Also ich habe eigentlich, finanziell muss man halt, das war mein größtes Problem. Aber ja, aber also jetzt rein für meine Seele war es in Ordnung, eine Pause zu machen. Ich habe gemerkt, dass ich schon ein bisschen in diesem Hamsterrad gefangen war. Ja. Irgendwann hört man dann auch zu üben auf im Keller, weil es einem keinen Spaß macht, weil man kein Ziel hat. Und das war das erste Ziel, Mödling. Und auch das war aber in Frage gestellt. Und so waren wir ganz glücklich. Und ich habe so gehofft, dass es heute schön ist, dass wir draußen sein können, aber leider. Trotz des Regens ist aber der erste Auftritt vor Publikum dann doch etwas ganz Besonderes. Auch wenn einige Zuhörer dann doch lieber daheim geblieben sind. Ich bin froh, dass so viele Leute gekommen sind, weil es haben mir liebe Freunde abgesagt, die manche auch in einer gewissen Altersgrenze sind, wo sie Angst haben und wo sie sagen, na, im Freien wären wir gern gekommen, aber
im geschlossenen Raum wollen wir das nicht riskieren. Die Anwesenden im Weingut Pferschi haben das Live-Konzert der Schrammeln aus dem Wienerwald mit alten Wiener Liedern und Geschichten jedenfalls genossen, dem Regen und Corona zum Trotz. Mit der Kredit- oder Bankkarte bezahlen. Was für Millionen Menschen Alltag ist, basiert auf verschlüsselter Kommunikation und soll Sicherheit garantieren. Die Geheimzahl entsperrt die Karte. Erst dann kann der winzige Mikroprozessor darin mit dem Kartenlesegerät und Computern der Bank Daten austauschen. Das Prinzip dieser Anwendung heißt Zwei-Faktor-Authentifizierung und kommt auch beim Mobiltelefonieren zum Einsatz. Zum Entsperren benötigt man zwei Elemente, die PIN und eben das Telefon mit der Smartcard. Auch ein Fingerabdruck oder Iris-Scan können Geräte freischalten oder den Zugang zu einem Gebäude in Kombination mit einem elektronischen Ausweis. Online-Überweisungen erfordern oft ein Passwort und eine zusätzliche Transaktionsnummer, die per SMS auf das Telefon geschickt wird. Immer sind also zwei voneinander unabhängige Elemente nötig, um eine Anwendung durchführen zu können. Die Kleinstadt Roussé in Südfrankreich. Hier arbeiten beim Halbleiterhersteller ST Microelectronics Experten daran, Smartcards und Mikroprozessoren noch sicherer zu machen. Pierre-Yvon Liardet und Johan Damon gehören zu den weltweit führenden Fachleuten für Datenverschlüsselung. Kryptographie, wie dieser Fachbereich auch genannt wird, basiert auf Teamarbeit. Nur gemeinsam lassen sich die besten Lösungen finden. Immer geht es darum, die Kommunikation zwischen Sender und Empfänger, das können Personen oder Geräte sein, für Außenstehende unlesbar zu machen. Je komplexer die Verschlüsselung wird, desto mehr mutet Kryptographie wie eine Geheimwissenschaft an. It's really like working. Man arbeitet und arbeitet und dann kommt der Aha-Moment. So könnten wir es machen. Diese einfache Idee lässt sich in die Praxis umsetzen. Aber vorher läuft man in viele Sackgassen hinein. Auch bei dieser bekannten Verschlüsselung bleibt nur eine Variable geheim, der Schlüssel für die konkrete Anwendung. Die zugrunde liegende Methode hingegen wurde veröffentlicht. Die Funktion ist so komplex, weil man diesen Schritt 10-mal durchführt. Sie heißt Advanced Encryption Standard. Und sie wird weltweit verwendet. AES ist in den USA sogar für die Verschlüsselung staatlicher Dokumente zugelassen. Der Rheinraum von ST Microelectronics. Produktionsort der Smartcards, auf denen Verschlüsselungen im Alltag oft laufen. Siliziumscheiben, die Wafer, sind das Trägermaterial für die mikroskopisch kleinen Schaltkreise. Gearbeitet wird in Schutzanzügen, damit auch nicht das kleinste Staubkorn die Fertigung beeinträchtigt. Das Resultat sind kleine technische Wunderwerke, die auch die Kryptographen vor besondere Herausforderungen stellen. Wenn man beispielsweise in einem Bus bargeldlos bezahlen möchte, dauert das mit einer elektronischen Karte 200 Millisekunden. In dieser winzigen Zeitspanne müssen Daten verschlüsselt und ausgetauscht werden. Und es gibt eine weitere Einschränkung. Die Smartcard hat keine Batterie, nur eine kleine Antenne. Die erzeugt ein elektromagnetisches Feld, über das die Karte ihre Energie bezieht. Die Verschlüsselung darf also nicht viel Energie verbrauchen. All das stellt die Entwickler der Karten vor große Herausforderungen. Das High Security Module, eine Art streng abgeschirmter Server. Hier wird der vielleicht wichtigste Arbeitsschritt bei der Smartcard-Herstellung vollzogen. Der Computer verschlüsselt jede Smartcard individuell für den späteren Nutzer. Es gilt bereits die höchste Sicherheitsstufe.
Doch den Experten ist es gelungen, den Missbrauch des HSM noch weiter zu erschweren. Hierfür wird den Smartcard-Rohlingen bereits im Vorfeld eine vorläufige Kennung einprogrammiert. Diese kann das HSM nur einmal abfragen, bevor es die Smartcard überschreibt. Ansonsten könnte es mit seinem Generalschlüssel auch später noch auf Smartcards zugreifen, die bereits individualisiert wurden. Klone der Karten könnten hergestellt und für kriminelle Zwecke genutzt werden. Obwohl ihre Verschlüsselungen als sicher gelten, gehört es auch zum Alltag der Kryptografen, mögliche Schwachstellen darin selbst aufzuspüren. Man nennt das ethisches Hacken. Nur so gelingt es Yuan Damon und seinen Kollegen immer wieder, Cyberkriminellen zuvorzukommen. Wir schicken Pierre-Yvan unsere Mikrochips und er versucht, sie zu knacken. Meistens gelingt ihm das am Anfang auch. Es ist Teamwork. Wir versuchen, die Verschlüsselung anzugreifen, sind erfolgreich, geben den Designern eine Rückmeldung, versuchen auch, die überarbeitete Version wieder zu knacken. So lange, bis sie allem standhält, was wir kennen. Cyberkriminalität und Datendiebstahl sind längst keine abstrakten Bedrohungen mehr. Kreditkartenbetrug verursacht alleine in der EU pro Jahr 1,5 Milliarden Euro Schaden. Hinzu kommt unser immer stärker vernetzter Alltag, in dem wir zunehmend auf elektronische Kommunikation angewiesen sind. Nur wenn solche Anwendungen mit sicherer Verschlüsselung arbeiten, sind wir vor Hackerangriffen geschützt und wissen, dass ausschließlich vertrauenswürdige Personen unsere Daten lesen und nutzen können. Unsere Welt ist voll davon. Mit ihm speichern und übertragen wir Informationen. Wir verpacken und bezahlen damit. In jeder Minute unseres Alltags sind wir mit dem Material in Berührung. Ein Leben ohne Papier? Kaum vorstellbar. Kaum vorstellbar ist auch, dass dieses 2000 Jahre alte Material unser Leben schon bald erneut revolutionieren wird. Denn Papier bleibt nicht nur Papier. Es wird sich in ein elektronisches Medium verwandeln, mit vollkommen neuen, nie geahnten Fähigkeiten und Funktionen. Sie hat diese Revolution angestoßen. Elvira Fortunato von der Universität Lissabon. Ich bin Ingenieurin und deshalb macht es mir Spaß, die Verwendung von Materialien zu erweitern, sie ein wenig zu manipulieren und so für ganz andere Zwecke zu nutzen. Die Geschichte mit dem Papier beginnt für die portugiesische Materialforscherin bei einer Diskussion mit ihrem Team. Auch ihr Mann Rodrigo Martins ist mit dabei. Gemeinsam suchen sie nach Möglichkeiten, elektronische Schaltungen auf flexible Oberflächen zu bringen. Da das Papier ein Biopolymer und auch ein flexibles Material ist, sind wir auf die Idee gekommen, Papier als Trägermaterial für Transistoren und elektronische Schaltungen zu nutzen. Das klappt gut, wie sich herausstellt. Doch da kommt Elvira Fortunato ein anderer entscheidender Gedanke. Warum sollte Papier nur Trägermaterial für elektronische Schaltungen sein? Es könnte doch auch elektronisches Bauteil werden. Da wir wussten, dass Papier eine isolierende Wirkung hat, überlegten wir, Papier auch als aktives Element innerhalb eines Transistors zu verwenden. Transistoren sitzen millionenfach in jedem Mikrochip unserer elektronischen Geräte. Solche Transistoren wirken wie ein Schalter.
Liegt eine Spannung an, schaltet der Transistor auf Durchzug und Strom kann fließen. Damit der Transistor so funktioniert, ist ein Bauteil unverzichtbar. Zwischen seinen elektrischen Anschlüssen sitzt eine isolierende Schicht. In herkömmlichen Chips besteht sie aus reinem Silizium. Genau das will Elvira Fortunato in ihren neuen Transistoren mit Papier ersetzen. Ein Mitarbeiter ihres Teams soll ihre Idee in die Tat umsetzen. Auf ein kleines Stück Papier trägt er die Schaltelemente eines Transistors auf. Und siehe da, sobald Spannung anliegt, fließt Strom. Der Papiertransistor funktioniert. Obwohl ich dachte, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Transistor funktioniert, der mit Papier gemacht wurde, sehr niedrig ist. Mein Kollege hat den Transistor gemacht und gleich nach dem ersten Versuch hat er gesagt, schau, es funktioniert. Wir waren sehr glücklich und sehr froh hier im Labor, als Erste in der Welt etwas zu machen, was neu und innovativ war. Vom ersten Erfolg angespornt, bauen die Forscher in ihrem Labor einen Tintenstrahldrucker um. Statt Tinte druckt der nun die elektronischen Komponenten eines Transistors auf das Papier. Mittlerweile hat das Team um Elvira Fortunato auf diese Weise in den Labors der neuen Universität Lissabon viele unterschiedliche Papiertransistoren gefertigt. Einzelne elektronische Anwendungen, Blatt für Blatt. Darunter auch Biosensoren für einfache medizinische Tests. Oder Schaltungen, die zuerst unsichtbare Bilder auf Papier plötzlich sichtbar machen. Auch Solarzellen auf Papier sind möglich. Sie erzeugen schon bei Kunstlicht Strom. Selbstverständlich, wenn wir über elektronisches Papier reden, wird es auf gar keinen Fall alles ersetzen, was man heute mit Siliziumtechnologie macht. Aber elektronisches Papier wird zusätzlich zu den bestehenden Technologien eingesetzt werden. Und zwar für Anwendungen, die wenig kosten und die in großen Mengen produziert werden sollen. So könnten wir künftig im Supermarkt auf Verpackungen stoßen, die wechselnde Preise oder andere Informationen anzeigen. Das Internet der Dinge rückt näher. Die Energie dafür kommt von Solarzellen im Papier. Visitenkarten könnten bei Berührung Text und Bilder zeigen oder in die gewünschte Sprache wechseln. Und in Zeitungen könnten sich Werbungen oder Grafiken tatsächlich bewegen. Der größte Vorteil ist, wenn man Papier für den Bereich Elektronik nutzt, dass es erneuerbar ist. Außerdem handelt es sich um ein flexibles Material. Die Kosten sind niedrig und das Material ist schon da. Das Papier muss man nicht neu erfinden. Die Vielfalt der Produkte mit Papiertransistoren ist scheinbar unendlich. Denn die Eigenschaften von Papier, seine Struktur, Größe und Natur der Fasern oder enthaltene Mineralien können die Anwendungen beeinflussen. Das Team um Elvira Fortunato ist gerade dabei, diese Zusammenhänge zu erforschen. Mittlerweile wird weltweit am elektronischen Papier geforscht. Aber Elvira Fortunato hat das Patent auf diese Technik. Die schöne neue Welt der Papierelektronik wird unseren Alltag revolutionieren.
Heute zu Gast bei Nette Leid die Museumsdirektorin Ulrike Scholder. Sie erzählt über ihre vier Badener Museen und die Herausforderung, interessante Ausstellungen zu planen. Herzlich willkommen bei Nette Leid, hier wieder im Café Grande in Mödling. Zu Gast heute eine Museumsdirektorin, Uli Scholder aus Baden, Museumsdirektorin. Welche Museen führst du? Ich führe das Stadtmuseum, das bei uns Rollet-Museum heißt. Und es gehören auch dazu das Beethovenhaus, das Kaiserhaus und das Puppen- und Spielzeugmuseum. Jetzt müssen wir direkt in die Museen gehen. Rollet-Museum, was darf ich mir da vorstellen? Das hat natürlich einen irreführenden Namen. In Wirklichkeit kommt es von dem Museumsgründer Anton Rollet. Es ist also eine Persönlichkeit gewesen in Baden Anfang des 19. Jahrhunderts. Und der hat ein Privatmuseum gehabt und das wurde dann zu einem Stadtmuseum. Also heute ist es ein sehr stattliches Stadtmuseum. Dann gibt es ein kleines, aber feines Spielzeug- und Puppenmuseum. Ja, das ist auch ein besonders nettes Haus, wo man die Welt von früher erleben kann, die auch für Groß und Klein geeignet ist. Machen wir weiter. Das Beethovenhaus, natürlich heuer besonders in aller Munde. Ja, das Beethovenhaus ist ein Haus, in dem Beethoven mehrmals im Sommer abgestiegen ist. Er hat ja viele Sommer in Baden verbracht und dieses Haus hat er in 3 Jahren bewohnt. Und das ist eine besondere Gedenkstätte, wenn man so will, wo man ihm auf besondere Weise begegnen kann. Und dann gibt es noch das Kaiserhaus. Ja, auch das ist ein sehr repräsentatives Haus mitten am Hauptplatz, das wir im Moment für wechselnde Ausstellungen nutzen. Und heuer ist sie auch dem Beethoven gewidmet. Die Ausstellung heißt Mythos Ludwig van und berichtet über Beethoven eigentlich und die Entwicklung seiner Kultfigur. 4 Museen, alles unter einer Frau. Das klingt nach Mörderarbeit. Das ist es auch. Es gehört zu den Museen auch noch das Stadtarchiv dazu. Das heißt, wir verwalten auch die Geschichte der Stadt Baden gemeinsam mit dem Stadtmuseum. Ja, es ist wirklich viel Arbeit und es ist wirklich ein Fulltime-Job. Wie wird man Museumsdirektorin? Ja, in meinem Fall war es eine Ausschreibung, die Stadt Baden gemacht hat, weil sie eben einen Nachfolger für den bestehenden Museumsdirektor gesucht hat. Und es waren sehr vielfältige Fähigkeiten gefragt und zum Glück hatte ich ganz viele im Talon und habe mich beworben und auch den Zuschlag bekommen. Jetzt hast du die Fähigkeiten angesprochen, da wäre ich neugierig. Welche Fähigkeiten muss man da vorweisen? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Vor allem ist es so, dass ich auch sagen muss, viele Dinge sind dazugekommen, mit denen ich gar nicht gerechnet habe. Aber es ist natürlich eine Sache, einerseits geht es um das Wissenschaftliche. Man muss also hier jetzt einen kulturhistorischen Hintergrund haben, durch ein Studium oder durch Berufstätigkeit natürlich belegt. Aber man muss auch sehr viel soziale Kompetenzen haben. Man hat ja einen großen Stab an Mitarbeitern, man hat mit Publikum zu tun. Also man muss eigentlich sehr umgänglich sein, man muss gerne mit Menschen zu tun haben. Ja, man hat auch mit der Technik zu tun, das darf man nicht unterschätzen in einem Museum, was alles an Klima- und Sicherheitstechnik dahinter steht. Ja, und wenn man glaubt, das ist es, dann passiert noch irgendwas Unvorhergesehenes und man muss auch da irgendwie troubleshooten. Also rundum abwechslungsreich. Heuer läuft natürlich im Beethoven-Museum und auch im Kaiserhaus sich alles unter Ludwig van. Da war es sicherlich, sage ich mal, relativ einfach, Themen zu finden. Bei Ludwig van Beethoven gibt es ja so viele Themen, aber in der großen Stadt Wien, nicht weit entfernt von Baden, gibt es auch jede Menge Beethoven. Wie setzt man sich da jetzt ab? Wie setzt man da einen Hotspot, damit der Wien auch sagt, na, ich fahre auch nach Baden und schauen wir das an? Du hast ganz recht, das war natürlich bei uns eine große Frage, weil alles über Beethoven kann man nicht zeigen und wir haben ein Format gesucht, das zu uns und unserer Stadt passt. Und man darf nicht vergessen, Baden ist eine Kurstadt, wir haben viele Sommergäste oder auch einfach Tagesgäste und da gehört jetzt keine Ausstellung, die hochwissenschaftlich ist, wie sie vielleicht in Wien sich eignet für ein Fachpublikum, sondern wir brauchen eine Ausstellung, die groß und klein gefällt, die ausländischen, internationalen Gästen gefällt, aber auch den Badnern gefällt und auch Wissenschaftlern etwas sagt. Und daher haben wir eben dieses Thema gewählt, den Mythos, und setzen beim Tod Ludwig van Beethovens an und präsentieren dann eigentlich die Entwicklung seiner Darstellung, wenn man so will, im Bild, aber auch in der Werbung und in der Musik. Beethoven, weiß man, hat sehr oft sehr viel irgendwo gewohnt. Wie oft hat er in Baden gewohnt und wie lange? Also in Baden hat er 15 Sommer verbracht. Er hat manchmal dann sogar innerhalb eines Sommers Wohnsitz gewechselt. Also wir haben einige Orte, die wir belegen können, wo er Zeit verbracht hat. Aber eben ein Haus, das sogenannte Beethovenhaus in der Rathausgasse, wo er wirklich 3 Jahre war, wo auch Teile der 9. Symphonie entstanden sind, die natürlich ein ganz besonderer Gedächtnisort sind.
9. Sinfonie, Ode an die Freude, oder auch viele kennen das unter Europa-Hymne. Das ist der 4. Satz. Hat er genau das in Baden geschrieben? Es ist immer schwierig. Ein Komponist, glaube ich, ist wie jeder Künstler ständig inspiriert. Aber wir wissen einfach, dass in der Zeit, wo er sich in Baden aufgehalten hat, Teile entstanden sind. Wo er wann, wie seine Inspirationen gefunden hat, darüber spekulieren die Wissenschaftler. Aber dass ihn Baden und auch die Natur und die Umgebung inspiriert hat, das ist, glaube ich, zweifellos. Lass mal Beethoven sein. Was mich auch interessiert, ist das Puppen- und Spielzeugmuseum. Was darf ich mir darunter vorstellen? Liegen da Puppen und Spielzeug herum, das man sich anschauen darf? Oder ist es mehr? Es ist mehr. Es ist auch die Art, wie es zusammengestellt ist. Spielzeug gibt ja die Welt im Kleinen wieder. Und nachdem bei uns das Spielzeug vom 18. bis zum 20. Jahrhundert gezeigt wird, erfährt man sehr viel über das Leben der Menschen früher. Ja, also wir haben Puppenstuben, wir haben Geschäfte, wir haben Puppenspielzeug, jetzt ein alter Herd, ein altes Bügeleisen, wir haben alte Fahrzeuge, auch Züge gibt es, also auch für die Männer ist was dabei. Wir haben auch Stofftiere natürlich und auch die Kleidung der Puppen sagt ja sehr viel über die Zeit von früher aus. Und daher ist es für Groß und Klein, wie gesagt, eine echte, ein Spaziergang in die Vergangenheit. Und auch so eine kleine heile Welt, die auch mal ganz gut tut. Und wie kommt das Museum zu den Puppen? Da gab es eine Privatsammlerin in Baden, die jahrzehntelang gesammelt hat und diese Sammlung dann der Stadt abgetreten hat, vor über 20 Jahren schon. So Puppen haben einen teilweise großen Wert, auch altes Spielzeug. Kann man den Wert beziffern, der dort herum liegt? Ich glaube nicht, weil die Sammlung eben schon so lang bei uns ist und dann nicht mehr geschätzt worden ist, aber sie ist sicherlich unbezahlbar, wenn man so will, wie die meisten alten Sachen, die ich habe. Das Rollett-Museum, haben wir schon kurz am Anfang gehört, beinhaltet auch das Stadtarchiv. Wie weit geht das zurück? Was findet man da? Also wir haben sicher auch Dokumente, Urkunden, Aufzeichnungen, die bis zum circa meist 16. Jahrhundert zurückgehen. Es wurde natürlich viel zerstört, es gab Brände in der Stadt, aber wir haben doch sehr viele Aufzeichnungen auch aus wirklich den letzten Jahrhunderten. Und ergänzt mit den Objekten aus dem Museum ist das schon eine sehr illustrative Ansicht der Stadt Baden. Aber auch im Rollett-Museum gibt es dann unter anderem auch Sonderausstellungen. Ja, sofern wir das jetzt budgetär und von unseren Ressourcen unterbringen, machen wir eben den Versuch, unsere Schätze immer so kurzfristig auch zu zeigen und ein paar Dinge neu zu präsentieren. Du hast ein Wort gelassen ausgesprochen, budgetär. Ja. Welches Budget hat man eigentlich für solche vier Museen? Ich habe das Glück, dass ich eine Abteilung der Stadtgemeinde Baden bin und die Stadt sich ein Stadtmuseum, ein Stadtarchiv leistet. Das ist ja nicht selbstverständlich. Natürlich könnte man immer noch mehr Geld haben, aber wir haben einfach ein Grundbudget zur Verfügung und mit dem gehen wir halt entsprechend um und versuchen das möglichst gut zu nutzen. Und ich muss sagen, ich habe ein Team, das wirklich großartig ist. Ich habe lauter Schweizer Taschenmesser, wie ich das immer nenne. Es können alle alles und machen auch alle alles. Also unsere Beschriftungstexte, die Gestaltung, also da habe ich wirklich großes Potenzial, obwohl ich jetzt keine eigene PR-Abteilung habe. Ich habe keine eigene Grafikerin, aber wir machen das so aus unseren Ressourcen und das funktioniert eigentlich sehr gut. Lebst du deinen Beruf so richtig voll aus? Ist es genau das, was du immer machen wolltest? Das ist eine gute Frage. Also wenn mir jemand gesagt hätte, ob ich mal Museumsdirektorin wäre, sage ich, das wird mir wahrscheinlich nicht gelingen, weil die Stellen sind ja nicht so oft. Auch wenn mir wer gesagt hätte, ob ich mal in Baden Direktorin wäre, hätte ich wahrscheinlich gesagt, also das glaube ich nicht, weil ich bin ja eigentlich aus Baden und ich weiß nicht in Baden. Ich wohne auch in Baden seit vielen Jahren. Aber jetzt, wo ich es mache, ist es genau das, was ich, glaube ich, immer machen wollte offensichtlich und was mir auch großen Spaß macht, trotz aller Alltagsschwierigkeiten, die so auftreten können. Wenn du jetzt dein eigenes Haus zur Verfügung hättest, Geld genug hättest und du würdest das Museum ganz nach deinen privaten Wünschen gestalten, wie würde das aussehen? Oh, bräuchte man viel länger. Aber grundsätzlich habe ich festgestellt, weniger ist oft mehr. Also ich finde eine reduzierte Darstellung, auch eine gewisse analoge Darstellung, wie wir es im Rollett-Museum haben, also nicht so viel Technik, hat durchaus auch seine Vorteile. Und es geht einfach nur darum, die Dinge richtig zu erzählen und sich auf das Publikum einzustellen. Also das ist eine Sache, die mir ganz wichtig ist. Alles, was wir machen oder was ich auch jetzt machen würde, wenn ich viel Geld hätte, ist ja, ich muss es fürs Publikum machen. Es ist nicht meine Selbstverwirklichung, sondern ich bin das eigentlich der Öffentlichkeit schuldig, die mich ja finanziert. Und danach würde ich mich richten. Somit haben wir viel über Museen geredet, über deine Arbeit geredet. Das klingt so, als blieb überhaupt keine Freizeit mehr.
Aber gibt es doch, was macht die Uli Scholder neben dem Museum? Es gibt eine Freizeit, weil sonst, glaube ich, kann man es auch nicht so gut machen. Also der Ausgleich ist ganz wichtig. Ich sage auch immer, man muss hin und wieder dann vor die Stadtmauern reiten. Also ich verlasse auch die Stadt, um mal was anderes anzuschauen. In der Freizeit, ich bin einerseits sportlich unterwegs und ich bin kulturell unterwegs. Ich entspanne mich aber auch gern, ich lese gern. Also das geht alles ganz gut dort, wo ich lebe. Und ja, mal laufen, mal schwimmen, mal Skitouren gehen, je nach Jahreszeit. Ins Theater gehen, ins Konzert gehen, Freunde treffen, lesen, nichts tun. Also das, sofern Zeit da ist, geht das alles. Und auch viel Reisen, habe ich gehört. Ne? Reisen ist auch eine Sache. Die Familie ist natürlich auch wichtig. Also ich habe ein Glück, dass ich auch, sage ich mal, so sozial gut eingebettet bin, dass ich einen guten Ausgleich auch habe und einmal so mich ablenken kann. Wobei es ja eine besondere Tradition im Hause Scholder gibt, was Reisen betrifft, mit dem Nachwuchs. Ja, also es ist so, dass ich bin immer schon gern gereist, auch als Studentin mit meinem damals noch nicht Mann, jetzt ist er ja mein Mann. Und auch mit den Kindern sind wir von klein auf immer viel gefahren, auch in Länder, wo man nicht so selbstverständlich hinfährt. Und irgendwie hat sich so ergeben, dass die Kinder zum Studienabschluss, also mein Sohn damals gesagt hat, na, wir machen eine Reise, wenn er fertig ist. Und so war ich mit ihm in Kirgisistan und mit meiner Tochter jetzt am Mount Kenya. Also sie haben sich den Studienabschluss verdient und das habe ich entsprechend gewürdigt. Und das ist eine ganz nette Zeit, die wir dann gemeinsam verbringen. Das letzte Ziel, das hast du kurz schon erwähnt, war der Mount Kenya. Ja. Erzähl uns ein bisschen was. Wie sieht es dort aus? Er ist landschaftlich ganz großartig. Es ist ein alter Vulkan, der zweithöchste Berg Afrikas, aber einer, den man auch als normal Wandernder begehen kann. Es ist keine Kletterei, es ist halt nur relativ dünne Luft oben. Also man muss wie hoch ist er? Man geht auf knapp 5000 Meter hinauf. Also da wird dann die Luft schon dünn, sage ich. Aber er ist landschaftlich eben wahnsinnig schön und es ist halt mal was wieder. Tut ganz gut, so ein bisschen raus aus aller digitalen Welt, aus allen Internetverbindungen, Handys, dort einmal wirklich ganz abzuschalten. Und da schöpfst du dann auch viel Kraft daraus? Ja, also überhaupt in der Natur schöpfe ich Kraft, da geht es mir vielleicht wieder in Beethoven. Und ich bin aber auch mit kleinen so Auszeitmomenten schnell glücklich zu machen. Also ich kann mich schnell regenerieren und das ist, glaube ich, ganz gut. Du hast dann natürlich auch studiert, was genau? Also ich habe Kunstgeschichte studiert, hatte da als Wahlpflichtfächer Publizistik, also dieses bisschen eben drüber reden hat mich immer schon interessiert oder das Vermarkten, wenn man so will. Ich habe auch Geschichte Italienisch gemacht, also so ein bisschen fächerübergreifend und habe mich relativ früh dann auf Kulturgeschichte 19. bis 20. Jahrhundert festgelegt, was eben jetzt auch ganz gut passt. Und da hast du auch deine Doktorarbeit darüber geschrieben? Genau, ich habe über einen Gestalter oder Designer, wenn man so will, des 19. Jahrhunderts in Wien dissertiert. Kunstgeschichte hast du studiert. Da kriegt man viel Geschichtliches auch rund um die Kunst mit oder außerhalb der Kunst. Wie hat sich denn unser Weltbild verändert? Naja, ich glaube, die Ängste oder Großmächte, die es früher gegeben hat, das hat sich jetzt irgendwo verändert. Es gibt andere Schwerpunkte, Entwicklungen, die damals halt gar nicht absehbar waren, wenn man so noch Monarchiezeiten denkt, ja, aber so hat sich nicht so viel verändert. Wenn man denkt, Anfang, wie die Eisenbahn gekommen ist, haben die Leute gesagt, das wird jetzt schrecklich, das ist alles viel zu schnell, das wird den Mensch nicht aushalten. Jetzt haben wir Geschwindigkeiten, die ganz anders sind. Also man glaubt immer, dass was Neues ist, ist schlecht und dann entwickelt sich es doch als ganz gut. Ja, also ich bin da ganz, also sag mal, steht dem eher positiv gegenüber. Das ist aber überhaupt mein grundsätzlicher Zugang, dass ich ein positiv denkender Mensch bin. Wenn man in so geschichtliche Museen geht, man sieht natürlich viel über Kriege, über Schlachten, über Heerführer, über Monarchien. Was wird denn der Besucher im nächsten Jahrhundert sehen? Das ist eine gute Frage. Das ist auch eine Verpflichtung, die wir jetzt haben, wenn wir sammeln. Also ich habe ja nicht aufgehört zu sammeln und nur eine alte Sammlung zu betreuen, sondern wir sammeln ganz bewusst. Und wir sammeln Dinge auch aus der Alltagskultur, weil wir denken, dass das für die Zukunft besonders wichtig ist. Ja? Also Dinge, zum Beispiel eine Kinokarte, die wir noch verwendet haben oder bekommen haben, das kennt ja ein Jugendlicher heute gar nicht mehr. Oder ein Bahnticket oder solche Dinge. Also ganz banale Dinge, die unser Alltagsleben geprägt haben. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man solche Dinge jetzt festhält, dass die Zukunft das dann auch überhaupt sehen kann, wie man damals gelebt hat. Also das heißt, Aufruf an alle,
Kinokarten unter anderem zu sammeln, aufzuheben. Und wenn es einmal zu viel wird im Karton, dann schickt man es an die Uli Scholder. Genau, vielleicht nicht alles, aber es ist grundsätzlich so, dass wir ganz oft von den Leuten hören, ah, das wird sie ja nicht interessieren oder das habe ich weggeschmissen, weil das wird sie nicht interessieren. Also die Leute bieten uns oft Dinge an, von denen sie glauben, es hat Wert. Ja? Aber ich sage jetzt mal, ein Porträt von Kaiser Franz Josef, weil das hat bei denen die Oma gehabt, das brauche ich jetzt nicht, weil ich habe ausreichend Porträts von Kaiser Franz Josef. Ja? Aber Dinge, die aus dem Alltag eines einfachen Badener Bürgers sind, sind für uns durchaus interessant oder interessanter als eben jetzt Dinge, die eh schon bekannt sind. Und da komme ich wieder zu dem Thema. Wir haben Gott sei Dank jahrelang keinen Krieg mehr gehabt, also keine großen Kriege, keine großen Schlachten. Was wird man da zeigen in einem, in 100 Jahren zum Beispiel im Museum? Naja, wir zeigen ja jetzt auch nicht nur Schlachten und Kriege, wir zeigen ja auch einfach das Alter, also das Leben in den letzten Jahrhunderten. In Baden ist das sehr geprägt von der Kur und Veranstaltungen drumherum, Gebäude, Architektur ist immer ein Thema, Inneneinrichtung, die Kunst, die bildende Kunst natürlich. Also im Prinzip gibt es ja auch genug zu zeigen aus einer friedlichen Zeit. Also es ist, muss nicht immer nur ein Krieg sein. Das ist klar. Nur wenn man die großen Museen, lassen wir Baden einmal jetzt außen vor, wenn man große Museen anschaut, ist ein Großteil der, wollte ich schon sagen, Berichterstattung, also das, was man da zeigt, Geschichten aus, von Kriegen, von Schlachten eben, von häuslichen Bekämpfen. Ich würde sagen, es werden halt Ausnahmesituationen gezeigt oder besondere Ereignisse. Ja, das können ja auch Jubiläen oder so etwas sein. Also es werden natürlich immer gerne so Sondersituationen herausgenommen und das wird man vielleicht, können wir vielleicht gar nicht absehen, was man in 100 Jahren als Sondersituation herausnimmt. Ja, vielleicht ist dann ganz was anderes, als wir uns jetzt denken. Also insofern versuchen wir auch sehr breit zu sammeln, damit alle dann eine Möglichkeit haben, daraus etwas zu entwickeln, was wir gar nicht absehen können. Ja, das ist ein spannendes Feld, weil ich denke mir oft, wenn ich durch ein Museum wandere, ja, was kann da demnächst passieren? Da hängen halt Bilder von Kaiser Franz Josef oder vom Ersten Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, diese Dinge. Und irgendwie interessieren die mich nicht mehr so, weil ich es natürlich alles schon kenne und oft genug in Museen war. Und da denke ich mir, ich möchte was Neues sehen, im Geschichtliches. Ich bleibe jetzt rein bei der Geschichte. Und was kann da passieren, wenn die ganze Zeit Frieden herrscht? Ja, es gab, gibt irgendwo kleine Scharmützel immer wieder, klein unter Anführungszeichen natürlich, den Balkankrieg etc. Aber was wird da in 100 Jahren im Hängen? Geht das Thema dann aus? Nein, das glaube ich nicht, weil das, was jetzt einfach Alltag ist, wird die Menschen dann interessieren. Und das kann auch ein ganz normales Plakat sein, das kann ein normales Geschirr sein, das, glaube ich, ist, muss gar nicht so spektakulär sein. Also das ist wahrscheinlich Typsache, aber ich glaube nicht, dass alle jetzt irgendwelche Kriegsszenarien sehen wollen. Also ganz und gar nicht. Das heißt, das Bild wird sich insgesamt ändern und wir haben dann lauter Friedensmuseen. Nein, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, dein Blick auf die Museen, dass das jetzt vor allem, dass da Kriege und solche Ereignisse gezeigt werden, das stimmt ja nur für ganz bestimmte Museen. Ja, also ich glaube, dass viele Stadtmuseen, Regionalmuseen, aber auch größere Museen ja sehr unterschiedliche Blicke auf die Gesellschaft von früher bringen. Wird es bei den Gemäldegalerien auch so sein? Weil die alten Meister können ja nicht mehr produzieren. Und jetzt kommen die neuen Meister nach, die aber lange nicht so vielfältig noch sind, wie die alten Meister vorhanden, habe ich den Eindruck. Naja, es wird schon sehr viel jetzt produziert. Und wenn man denkt, was im Mittelalter für Gemälde gemacht worden sind, die sind nur ein ganz, ganz kleiner Bruchteil erhalten. Also es wird auch da eine Auswahl getroffen werden müssen. Und die Gemäldemuseen rüsten ja schon nach und das Belvedere hat beispielsweise eine Abteilung des 21. Jahrhunderts. Also die gehen ja auch schon jetzt ins nächste Jahrhundert eigentlich oder Jahrtausend zum Teil. Ja. Also das entwickelt sich schon mit. Ja. Wir sind schon in einer spannenden Zeit, weil wir an dieser Jahrhundert- oder Jahrtausendwende aktiv sein dürfen. Zeigt sich auch mit Albertina, die jetzt auslagert ins Künstlerhaus sozusagen, ihre modernsten Werke. Ja, also das ist, wie gesagt, wir sind von allem nur so ein bisschen betroffen oder nicht so an der Front ganz vorne, was ganz angenehm ist, weil wir vielleicht so große Entwicklungen einmal abwarten können und dann nur im Kleinen übernehmen. Das ist wieder der Vorteil von so einem kleinen Regionalmuseum, dass wir nicht die Ersten sein müssen, die da vorbrechen. Wie sieht die Vernetzung der Museen international eigentlich aus?
Also das kommt jetzt, glaube ich, auf die jeweils die Leiter der Museen an, ja, international, national. Es ist schon aber grundsätzlich die Tendenz da, dass man sich austauscht, auch eine gute Kommunikation. Ich habe auch den Eindruck, dass meine Generation da viel offener ist. Die früheren Museumsdirektoren, die waren immer sehr, wie soll man sagen, distanziert und hatten immer alles unter Kontrolle. Und jetzt ist eher die Offenheit da, dass man sich austauscht in Krisensituationen oder bei anderen Fragestellungen, dass man sich da gegenseitig eigentlich ganz gern weiterhilft. Und wie sieht dieser Austausch aus? Jetzt im Fall schreibst du, wenn du irgendwas, ein Museumstück, ein herrliches, irgendwo entdeckst und denkst dir, das gehört jetzt geschichtlich eigentlich nach Frankreich, schreibst du dann jemanden an, du, ich habe da was gefunden, was dir passen könnte? Oder wie also, darf ich mir das vorstellen? So großes Ding habe ich ja nicht, aber wir haben im Kleinen, wenn wir Material finden, das nicht in unserem Bestand passt oder etwas angeboten bekommen, dann geben wir das an andere Institutionen weiter. Oder auch wenn eine Anfrage ist, tauschen wir uns da intern aus. Ja? Also wir sind schon auch durch Tagungen oder auch durch persönliche Bekanntschaften gut befreundet. Und da redet sich natürlich anders, wenn man da anfragt und kann halt auch wirklich jetzt sehr offen dann vielleicht irgendeinen Fall diskutieren. Also das ist, funktioniert einfach auf menschlicher Basis gut, wenn man sich kennt oder überhaupt, wenn man vernetzt ist. Sehr gängig ist bei Museen, vor allem bei Gemälden, das Leihgabengeschäft. Läuft das bei euch in Baden auch? Gibt es auch Leihgaben? Ja, also das ist gar nicht so wenig. Das Rolex-Museum hat eben einen sehr wichtigen Bestand. Wir haben wirklich eine großartige, sehr vielfältige Sammlung. Und es gibt Sammlungsbestände, die relativ oft angefragt werden. Und wir sind auch da jetzt grundsätzlich kooperativ, sofern halt gewisse Rahmenbedingungen wie die Lagerung, also das Klima in den Orten oder auch der Transport dorthin gewährleistet ist, stellen wir natürlich auch unsere Objekte zur Verfügung. Das ist eine besondere heikle Sache, sind die Transporte. Wie verläuft sowas? Naja, es gibt zum Glück Firmen, die darauf spezialisiert sind. Wichtig ist, dass es gut verpackt ist, dass es gut gesichert ist und dann steht dem eigentlich nichts im Wege, wobei ich jetzt nicht solche heiklen Objekte habe, die wirklich ganz besondere Klimakisten brauchen. Also da haben andere Häuser natürlich wesentlich größere Schwierigkeiten. Also wir haben recht robuste Objekte zum Glück. Bleiben wir bei der Logistik, da ist auch viel zu tun. Mhm. Eben die Temperatur, die du kurz schon angesprochen hast. Was ist eigentlich die ideale Temperatur für ein Museum? Naja, da habe ich besonders schwierig, weil ich so viele unterschiedliche Materialien habe und eigentlich die Materialien andere klimatische Bedingungen, also jedes Material ein anderes Klima braucht. Ja. Die einen brauchen es trockener, also Holz, sage ich mal, braucht eine gewisse Feuchtigkeit, Metall braucht eine gewisse Trockenheit. Wenn ich natürlich jetzt einen Kasten habe, der einen Metallbeschlag hat, habe ich da schon ein Dilemma und muss einen Kompromiss eingehen. Also es gibt dann so, wie soll man sagen, Durchschnittswerte, die sich halt in einem Museum, wie ich es habe, gut bewährt haben und die versucht man so gut es möglich ist einzuhalten. Ich sage immer, zum Glück wissen die Objekte nicht, wo sie klimatisch untergebracht sein sollten und sind an sich eh recht verträglich. Schlecht ist beim Klima immer eine große Schwankung. Also das heißt, gleichmäßig eine Temperatur, langsame Verschiebungen sind halbwegs also akzeptabel. Wenn natürlich plötzlich die Heizung ausfällt oder wenn plötzlich die Befeuchtung ausfällt, dann ist das natürlich schlecht für die Objekte. Und dann muss man im Einzelfall aber entscheiden, was zu tun ist, was halt auch möglich ist im Rahmen der Ressourcen oder auch der Räumlichkeiten. Wie viel Grad sind wir da ungefähr? Also wir versuchen im Winter unter 20 Grad zu bleiben, damit eben nicht die Raumtemperatur so trocken wird und die Luftfeuchtigkeit ist so um die 50%. Bei meinen Beständen soweit ganz gut, also 50-55% und eben wie gesagt unter 20 Grad. Und gilt das jetzt nur für Gemälde oder ist es auch bei anderen Dingen so? Also wirklich? Ganz und gar nicht, nur für Gemälde, eben gerade auch für Möbel und Gegenstände aller Art. Also Porzellan ist jetzt etwas unempfindlicher oder Glas, da ist es nicht so dramatisch, aber eben Holz, Metall sind die Materialien, die natürlich da besonders empfindlich sind. Grafiken, Papier reagiert natürlich auch ganz besonders auf Feuchtigkeit. Also da sind halt solche Parameter dein Prinzip einzuhalten. Wie diszipliniert sind die Besucher? Man liest einmal, bitte nicht berühren, bitte nicht berühren, dann sieht man, wie einer wohin greift. Wie schädlich ist es wirklich, wenn man wohin greift? Ist das eine präventive Maßnahme, damit ja nichts passiert? Oder? Wie geht das? Ja, also das ist grundsätzlich immer eine Gratwanderung, wie weit man jetzt alles absperrt, auch in Glaskäfige oder halt in unter Vitrinenstürze stellt und wie weit man doch das nahe heranlässt. Also die Leute sind, ja, ich weiß nicht, ob sie undisziplinierter sind als früher, das ist einfach individuell. Ja. Manche greifen drauf, ja, von einmal passiert nichts, aber grundsätzlich ist es uns natürlich lieber, es wird nicht berührt, weil die Leute auch dazu neigen, dann gleich, sage ich mal, was abzukratzen oder was auch immer. Aber wir haben da, muss ich sagen, eigentlich keine schlechte
schlechten Erfahrungen. Wir haben ein sehr wohlwollendes Publikum und sehen das auch so. Also wir gehen grundsätzlich davon aus, vom Vertrauensgrundsatz auch im Museum. Und da sage ich mal, sind unsere Museen welche, wo wirklich die Leute aus Interesse kommen und daher auch die Objekte entsprechend sorgsam anschauen. Immer wieder ein spannendes Thema, vor allem für Außenstehende, sind Fälschungen. Mhm. Wurdest du schon mal konfrontiert mit einer Fälschung? Also wissentlich jetzt nicht. Wir haben natürlich selber auch im Museum Fälschungen, ja, aus früheren Beständen, die aber schon identifiziert worden sind. Das ist jetzt, sage ich, in meiner Liga nicht so das Thema, glaube ich. Ja. Ankaufen kann ich sowieso so gut wie nicht. Also wir haben kein großes Budget. Bei Schenkungen kann man dann überlegen, ob man es nimmt, wenn es eine Fälschung ist. Da muss es aber einfach zum Sammlungsbestand passen. Also da habe ich einfach an Vorgaben, die wir halt gesetzt haben, was wir sammeln grundsätzlich. Und wenn jetzt da die Fälschung hineinpasst, weil es eine nette Ansicht vom Baden ist, dann nehme ich es auch als Fälschung, obwohl es dann nicht der Künstler ist, der draufsteht, sage ich mal. Wird aber dann nicht extra ausgewiesen als Fälschung? Kommt auf den Einzelfall an. Also hätte ich jetzt kein Problem, wenn ich jetzt eine Ansicht habe, eine Biedermeier-Ansicht von, ich weiß nicht, dem Badener Rathaus und da steht jetzt drunter Dannhauser und es ist aber kein Dannhauser, dann würde ich schon dazu schreiben, signiert Dannhauser, aber aus den und den Gründen wohl eine Fälschung. Da hätte ich jetzt kein Problem. Und Fälschungen gibt es nur bei Bildern oder auch bei Möbeln? Ja, das geht quer durch. Es kommt natürlich auf die Sparte an, aber die Wiener Werkstätte, Objekte zum Beispiel, die werden und wurden immer schon gefälscht. Ja, auch Biedermeier Gläser wurden jetzt, sage ich mal, in der zweiten Hälfte 19. Jahrhundert auch gemacht. Nicht unbedingt als Fälschung, sondern als Replik, wenn man so will. Also das ist eine Gratwanderung jetzt bei der angewandten Kunst, ja, also bei der Gebrauchskunst. Und da muss man halt dann entscheiden, wenn man natürlich viel Geld zahlt, ärgert man sich drüber. Sonst kann man sagen, als Anschauungsobjekt trotzdem geeignet. Das ist halt auch wieder da Ermessenssache. Wenn ich ein Bild zu Hause hängen habe und habe keine Ahnung, von wem ist das, wie echt ist das, kann ich da zu dir kommen? Also an sich sind die Museen jetzt nicht unbedingt die erste Stelle. Wir machen das schon immer wieder. Es kommen oft Leute und fragen, ist das was wert? Ja, da kann ich es jetzt, wenn ich, erstens kommt es darauf an, ob wir die Zeit haben, uns darum zu kümmern und ob wir selber recherchieren können. Sonst muss man da einfach an die Auktionshäuser verweisen, die das auch machen, wenn es um eine Schätzung geht. Weil oft wollen es ja die Leute wissen, weil sie es verkaufen wollen oder weil sie es vererben wollen. Und da muss man das eher über einen Sachverständigen machen. Also da fühle ich mich dann nicht zuständig. Aber wenn jetzt jemand kommt und sagt, er hat das von der Oma, ist das was, dann kann ich ihm jetzt schon halbwegs Auskunft geben, ob ich sage, behalten Sie es sich, wenn es Ihnen gefällt oder schenken Sie es weiter oder schmeißen Sie es weg. Also das kann ich dann schon machen, wenn es halt von einem Bestand ist, über den ich Bescheid weiß. Also über Orientteppiche oder chinesische Vasen kann ich eh nichts sagen. Oft in guten Filmen gezeigt, spannend, Museumsdiebstahl. Das schon passiert in Baden? Das nicht zu meiner Zeit nicht passiert. Wir haben natürlich eine entsprechende Alarmanlage, wir haben entsprechende Sicherungsvorkehrungen und sind auch da an sich jetzt nicht die erste Location. Und die Dinge, die wirklich jetzt geschützt werden müssen, sind auch entsprechend gesichert verwahrt. Und wurde dir schon Diebsgut angeboten? Auch das nicht wissentlich. Also wir sind da aber schon, ich bin schon sehr, sehr vorsichtig, wenn mir jemand etwas anbietet, wo die Provenienz herkommt. Also wenn da jetzt irgendwer Fundstücke hat, unklarer Herkunft oder sowas, da sind wir schon sehr zurückhaltend. Also das weiß man mittlerweile schon. Und es gibt ja auch, wenn wirklich was Größeres wäre, auch Rundbriefe jetzt, wenn irgendwelche Kunstdiebstähle sind. Aber dass mir jetzt wer eine zweite Mona Lisa anbietet, ist eher unwahrscheinlich. Jetzt bist du tagtäglich natürlich mit Kunst umgeben. Selbst erzeugst du auch Kunst? Kannst du malen oder bildhauern oder sonst irgendwas Tolles? Nein, also ich bin schon in gewisser Weise kreativ, aber ich bin jetzt nicht die Hobbymalerin, das eigentlich nicht. Also ich habe früher in der Schule natürlich gezeichnet und auch viel gestrickt, aber jetzt bin ich eher so die Konsumentin, würde ich mal sagen, und kreativ eher auf so andere Art und Weise, so, aber nicht im Gestalterischen. Gibt es ein Lieblingsobjekt, das du unbedingt irgendwann einmal in einem deiner Museen bewundern musst wollen? Nein, dazu habe ich einfach zu viel Sammlungsbestände oder auch selber mit zu viel Objekten zu tun gehabt, dass ich jetzt das nicht besitzen muss. Also das ist eine Sache, die, glaube ich, ganz wichtig ist, wenn man selber eine Sammlung betreut, darf man nicht selber ein Sammler sein. Ja, also ich bin es schon für mein Museum oder meine Museen, dass ich da sammel, was notwendig ist für den Bestand, aber persönlich eigentlich nicht. Das sind höchstens Dinge, mit denen ich persönliche
Assoziationen verbinde, also Reiseandenken, wenn man so will, oder auch ein Objekt, das mich aus einem anderen Grund begleitet, aber jetzt nicht etwas, was ich unbedingt haben muss. Liebe Uli Schollner, danke für das Gespräch. Mhm. Danke, dass du bei Nette Leute zu Gast warst. Und weiterhin sehr gerne. Alles Gute mit deinen Museen in Baden. Danke, ich hoffe, wir sehen uns mal dort wieder. Ja, danke. Genau. Baba, Wiedersehen.